Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trails in the Sky the Third. Wir befinden uns mitten in einer Side-Story, die sich rund um Shirazade dreht, beziehungsweise scheinbar um das Kennenlernen zwischen ihr und Aina. Wir sehen hier die sehr, sehr junge Shira, wie sie sich noch in Grenzel aufhält und das erste Mal Aina über den Weg gelaufen ist, die sich vertrauensvoll an die Bracer Guild gewandt hat, weil sie eine Stadtführung wünscht. Und das hat ein bisschen was an Diskussionen gekostet. Kurt hat sie am Ende gezwungen, quasi, also Shira, diesen Auftrag anzunehmen. Shira hat sich bis zuletzt dagegen gesträubt, aber ihr winkt eine Beförderung, wenn sie sich diesem Auftrag hier annimmt. Deswegen hat sie sich ja ein bisschen widerspenstig dann doch bereit erklärt, sie zu begleiten. Und die erste Ecke, die Aina aufsuchen wollte, das war diese Ecke hier. Sie ist nämlich das erste Mal in Grenzel und ein bisschen überfordert ob der Größe dieser Stadt und braucht da eine helfende Hand. I like how the very first thing she wants to do is blow all her money. So, what are you planning to buy? Well, I could probably do with restocking on recovery items for one thing. What? Also irgendwie werden die sich ja am Ende zusammenraufen, ne? Denn wir wissen, dass die ein paar Jahre später echt dicke Freunde werden. Und wer weiß, vielleicht wird sich das heute schon in dieser Folge herauskristallisieren. Please, Ideas, I just want this job to end. Geduld, Geduld, hm? Hasn't Kurt read this book? Did he bring it here? A lot of these look really complicated too. Wen hat sie da erspäht, oder was? Die kennen wir doch auch. Die kennen wir doch auch, diese rothaarigen Typen mit den Sonnenbrillen. Ich kann die gerade nicht so direkt zuordnen. Miss Shirazade! What? You know, there's actually a really famous ice cream stall near here. Have you ever been there? Why would I have? I don't like sweet things. Well, I do, and I feel like having some ice cream right now. Let's go get some. Wait a second. Okay, haut einer jetzt ab, weil die Typen da aufgetaucht sind? Definitiv, ne? Kann ja wohl kein Zufall sein. Wird sie also gesucht von denen? Ich bin gespannt, ob wir auch erleben werden, wie die beiden Mädels sich das erste Mal betrinken. Denn wir wissen ja aus der Gegenwart heraus, dass die gerne mal zusammen einheben. Deswegen, ja, mal gucken, wie lange es dauert, bis es das erste Mal soweit ist. Der Ice Cream Stand, ich weiß noch, wo der war. Ja, wenn wir jetzt hier nämlich... Oh, ich komme mit der Kamera schon wieder voll durcheinander. Hier auf der Seite, zumindest früher. Hier so? Jawohl, das muss er sein. Oder gibt es hier mehrere? Ne, sieht gut aus. Im Eingangsbereich von Grenzel gibt es, glaube ich, noch einen anderen. Einer bought 2 ice cream cones from the stall. Hm, aber die Typen werden sie bestimmt weiterverfolgen, oder? Soweit sind wir ja nicht gekommen. Ich hoffe, es wird noch aufgeschlüsselt, was es damit auf sich hat. Did your brain decide to selectively switch off when I said I don't like sweet things? You'll like this, promise. It's really nice. That's not how it works. Scheinbar funktioniert das aber durchaus gut. It's almost noon. That means I've only got 24 hours left. I'm running out of time. Okay, sie scheint also irgendwas anderes hier im Schilde zu führen. Ich weiß gar nicht, haben wir jemals so viel über Aina erfahren, dass wir jetzt zu dem Zeitpunkt schon erahnen können, was es damit auf sich hat? It might be a bit risky, but... Hey! What? What are you spacing out and ignoring me for? I was trying to ask you something. Sorry, what was it? You look angry. You're hiding something from me, aren't you? It's really obvious, so come on, out with it. Or are you involved in something you can't even talk to me about? Well, it's just that I realized I left something back at the hotel. As if anyone would buy that. Not going to talk, huh? Well, fine. Be that way. Can we make our way back there so I can go and get it? Fine, whatever. I'll come with you. At least until I get an idea of what you're really up to. Thank you. Well, shall we be going? Let's go through the south block. Fine. Irgendwann wird sie sprechen müssen. Ich wette, am Ende läuft das hier vielleicht sogar auf den Kampf hinaus. Warte mal, ich muss mal eben kurz gucken. South Block, da macht es wahrscheinlich Sinn, in Richtung Süden zu laufen. Kann mich ja auch ein bisschen an der Minimap orientieren, aber... Nee, warte mal.
Über den südlichen Ausgang würden wir eine Embassy betreten. Ach, hier ist schon der South Block. Warte mal, Hotel? Lodgings? Achso, über den South Block wollten wir da einfach hinlaufen. Ich glaube, das war jetzt hier die Richtung? War ich schon so oft in Grinsell gewesen? Okay, das sieht nach keiner guten Idee aus. Where are you going, Miss Shirazade? This way leads out of the city, you know. Okay. So viel zu dem Thema. Ich hätte es besser wissen müssen. Nee, jetzt weiß ich es. Oh, was würde ich jetzt gerne die Zeit zurückdrehen? Jetzt habe ich es. Ich habe es auch ganz klar vor Augen. Jetzt sind nämlich auf der rechten Seite. Wenn wir hier langlaufen. Na gut, wenn die Kamera sich jetzt wieder dreht, aber es ist trotzdem im östlichen Teilbereich. Hm. Also spätestens jetzt müsste Shira ja vielleicht eine Ahnung haben, dass das mit den Typen zusammenhängt. Well, wait a second. Isn't this the hotel, the building you've just walked right past? Well, yes, but... Die sind hier überall sehr zahlreich vertreten. Grancer Castle looks really heavily guarded. I should have known. Hmm, there's got to be some way to get past. Aber was hat das jetzt mit der... Also, egal was sie jetzt vorhat, aber warum brauchte sie jetzt eine Stadtführung, wenn sie sich dieser eh nicht anvertraut? That way leads to Grancer Castle. Do you want to go and have a look around it? Yes, I suppose I do. But, Looks like I've almost cracked her. Time to talk, young lady. I want to know exactly what I've been dragged all over the city for. Das hat sie jetzt aber nur gedacht und nicht ausgesprochen, ne? God, this job's such a pain. I'm gonna go and catch a breather outside. Oh oh. Oh oh, da war der Augenkontakt. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. There she is. What? What's going on? Oh oh, you stay right where you are. Was? Okay. Das ging schnell. Was? Protect all NPCs. Dieses Hint-Symbol war, glaube ich, neu. Wenn ein NPC's HP reaches zero, the game is over. Okay. Wie stark sind wir denn? Frau Shirazade, sie hat noch nicht mal einen S-Break. Aber sie ist ja auch noch ein Junior-Bracer, wie wir ja wissen. Ich hoffe, du richtest nicht allzu viel Damage aus, an, wie auch immer. Haut sie ernsthaft mit ihrer Tasche zu? Du bist ja süß. Hat auf jeden Fall keinen Schaden gemacht, wie es aussieht. Aber zwei Peitschenschläge reichen aus. Oder Schwinger. Der hat sogar was gedroppt, der Gegner. Praktisch auf jeden Fall. Ach, guck mal, wie süß. Level 10. Haben wir in diesem Spiel, glaube ich, bisher noch gar nicht gesehen, weil alle irgendwie voll overlevelt sind. Keine Seppels, aber egal. Wir konnten sie beschützen. Ist er jetzt tot? Nein, wir haben ihn bestimmt nur K.O. bewusstlos geschlagen. Well, what the? That guy was no amateur. Hm. Ich glaube, sie müssen reden, einer. Well, they haven't noticed anything has happened just yet by the looks of it. It's only going to be a matter of time, though. I need to do something. Look, you, it's time for you to start talking. Who is this guy? I don't want the army to notice anything amiss, either. Are you listening to me? Shh, please be quiet. Well, at least now we know she's not on the hotel's guest list. Oh, da kommen noch mehr. Bah. I figured a rich girl like her would have to stay at a hotel, but I guess not. We're just gonna have to start scouring the city. Uh-oh, from top to bottom? There she is! Get her! No, don't shout! Ich glaube, wenn du die darum bittest, dann werden sie es erst recht tun. Hey, did you hear that? Yeah, it came from over there. Uh-oh. There she is! There's our target! The blonde, get her! What's going on? You've got some serious explaining to do, Missy. Well, let's start running. The hell? Wait! Das nimmt gerade eine interessante Wendung ein. Ich habe mich in der Folge voll auf chilliges Stadterkunden eingestellt. Ich finde das gerade höchst interessant, was hier passiert. Okay. Ich glaube da, also egal wie das Ganze hier ausgeht, das wird wahrscheinlich locker Gesprächsstoff für die nächsten Jahre liefern. Wenn die zwei irgendjemand fragen sollte, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Ich glaube, da brauchst du erstmal 2 Stunden Ruhe, um dir alles erklären zu lassen. Gott sei Dank muss ich jetzt nicht selber steuern. Okay, zum Landingport düsen sie jetzt weg. Jetzt sag bloß, sie steigen in irgendeinen Flieger und verkrümmen sich dann. Würde auf jeden Fall erklären, warum das Ganze in Grancer beginnt und
Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich in Roland aufhören wird, ne? Schätze ich jetzt mal. Ganz spontan. Ah, da sind sie. Oh, und jetzt wird ganz hinterrücks angegriffen. Ah, ich dachte. Das wäre ein sauberer Preemptive gewesen, Mädels. Aber trotzdem, die wären in der Überzahl, weil einer ja nicht mitkämpft. Auch wenn der Wille da ist, mit ihrem Köfferchen dazuzuschlagen. I think we lost them. Just about... okay, I've had enough of this. It's time for you to open that mouth of yours. Just who are these guys? Why do they want to catch you? What do you even want? Well, don't even try and warm your way out of answering. I will hurt you. Ich glaube, sie meint's ernst. With this. That sounds painful. No use hiding it any longer, is there? They're trying to capture me. Aber warum? Thank you, Captain Obvious. Beste Antwort. I'm asking why they want to capture you. Go on, get talking. Let me start from the beginning. Die Musik. I suppose it started about a month ago. My grandfather, who I was living with, passed away. Your grandfather? That's right. He did mention that he intended to leave some of his fortune to me, but the will didn't just say some. He wrote that he intended to leave me everything he had. So, well, a super rich guy leaving his fortune to a young girl. Sind die also einfach nur auf die Knete aus, oder was? Oder auf die Reichtümer, Besitztümer? Okay, everything's starting to fall into place. So now every relative you have under the sun is on you like ants trying to get their share. At the very least, I still think my uncle is a very nice man. He said he wants to look after me until I turn 20, so as part of that, you should let him look after all the money you've inherited. Unbelievable. Maybe. His eyes, when he said that, kind of scared me, so I ended up turning his offer down. Wait, hide. Uh-oh. Ist auch vielleicht nicht der allerbeste Ort, um sich darüber auszutauschen. Aber ich kann auch She-Ra verstehen, dass sie jetzt nicht länger warten will. And now someone's hired those men to come after me. If I don't formally inherit his money, grandfather's will becomes invalid, you see. Das ist natürlich blöd. Most likely that's the reason they want to capture me, so I'm not able to do that. They're no ordinary street thugs either. They clearly have some experience under their belts. I can't believe they're just able to wander the streets of the capital in broad daylight like this. Just what is the army even doing? One of my relatives has connections in the Royal Army, so that's probably why. My family's pretty influential, actually. I'm getting a headache just listening to all of this. Hiring a bunch of suspicious, highly trained underlings to fight over an inheritance? You don't get more stereotypically spiteful rich person than that. I'm sorry. I'm not looking for an apology from you. Aber ich glaube, jetzt versteht She-Ra wenigstens und ist auch eher gewillt, jetzt zu helfen. Still, this really isn't looking good. I might have been able to win the last battle, but I'm not confident I could win another. I think the best thing we can do is try and get back to the guild house without getting caught, but I can't see that being easy. Oh nee, bitte nichts mit Schleichen. Ich habe keine Lust auf Stealth-Gedöns, bitte. Das hatten wir, das gab's schon mal in Grancil hier irgendwo, ne? Wo wir nachts hier rumschleichen mussten und nicht erwischt werden durften. Will. Oh oh. Come to think of it, I forgot to feed the birds. Was? Feed the birds? I doubt it's meant to be taken literally. It's probably some kind of code they use. Which means... Crap! Wir sind erwischt, ne? Ja. Shit. Sorry, the way's a dead end. This way's a dead end. You've been giving us a hell of a lot of trouble, but your luck just ran out. Ich glaube, mit rein wirst du es nicht aufnehmen können. Obwohl, sie hat, glaube ich, ganz gute Flächenzauber. Aber die hat sie jetzt ja noch nicht, ne? Weil wir sind ja gerade in der Vergangenheit quasi. If you're fast, though, I'll give you that. Now grab her! Aber bitte nicht unsittlich. Okay, jetzt haben wir zwei vor der Nase. Jo, also mit zwei Schlägen ist einer tot. Zaubern kann sie noch gar nicht, aber Crafts hat sie, theoretisch. Einmal sogar mit Area Attack. Cuts through wind, delivering a powerful lashing und hits weak spot, cancelling arts and crafts. Okay, ich würde mal sagen, wir drücken Daumen.
Ah, das reicht jetzt aber hier nicht mit zwei Schlägen. Wir haben vorhin deutlich mehr Schaden ausgeteilt, oder? Oh oh. Ja, genau, geh lieber auf sie. Hallo, einer, du tust dir selber keinen Gefallen damit, wenn du dich jetzt hier aus nächster Nähe einmischst. Oh Gott sei Dank ging das daneben. Oh, nee, oder? Was passiert denn, wenn ich das jetzt hier verliere? Ich habe ja kaum Möglichkeiten, mich hier mit verschiedenen Herangehensweisen irgendwie durchzuprügeln. Und sie darf zur Abwechslung auch gerne mal treffen. Was machst du da? Zur Hölle! Zieh dich zurück! Lass uns das Ganze hier erledigen. Das wird sonst zu gefährlich. Oh shit, ey. Okay, Moment. Habe ich die Möglichkeit, sie irgendwie zu heilen? Mit 200? Ja, sollte fürs Erste reichen. Die macht auf jeden Fall weniger Schaden, als das hier Heilung mitgibt. Ich hoffe, dass sie nach jedem Kampf auch wieder mit voller Gesundheit versehen ist. Ansonsten könnte das hier ungemütlich werden. Wobei das Gleiche auch für She-Ra gilt, aber jetzt ist er weg. Gar nicht mal so einfach. Diese One-on-One-Kämpfe, die finde ich echt schon ein bisschen heikel hier an der einen oder anderen Stelle. Well, well, not half bad. I don't think I can find my way out of this. Are you alright, Miss Shirazad? Have you guys still not caught her? Nee, aber du kannst gerne auch eins aufs Maul kriegen. Well, well, you almost stood a chance against us, almost. I don't want to be beaten by a bunch of low-life scum like these guys. Do you have any ideas for getting us out of this? Me? Oh, there's an entrance to the sewers nearby. If we can get to that, we might be able to escape to the west block. That's a huge if, though. Alright, let's go with that. Close your eyes for a second. Jetzt schmeißt sie irgendeine Brandbombe oder so. Also, nee, so eine Rauchbombe. Rauchbombe, wollte ich sagen. One, two. Whoa, what are you? Three! Okay, da hat jemand auf jeden Fall mitgedacht, das war klar. What's that? A smoke grenade? My eyes. Ja, das war klar. Weil sie gesagt hatte, oh, sie soll die Augen schließen, deswegen war das sehr offensichtlich. Ready to go? What? What is this smell? Is this mustard gas? Wait up! Komm, insgeheim genießt She-Ra doch die Action hier gerade, oder? Don't let them get away! Zu spät! Ich hoffe, unsere Mädels sind schneller als die Jungs hier. Why do you even have that thing? And what was the point of knocking that guy out? Two. Two stand da, glaube ich, am Ende. Oh nein. Ja, das ist immer abgeschlossen. It's locked. Get out of the way. Aha. Jetzt kommen ihre verborgenen Talente zum Vorschein. Shirazad took out a wire and jammed it into the keyhole. So geht das also. Alles klar. Come on, hurry. Wait, get back here, damn it. Ich hoffe, die haben hinter sich wieder abgeschlossen. Sieht gut aus, jawohl. Alles andere wäre auch sehr fahrlässig gewesen. Aber sich jetzt hier durchzuprügeln, also diese Ecke habe ich als sehr gegnerversifft in Erinnerung. It's no use, it's locked. Out of the way, I'll get it open. Ich habe noch bestimmt auch jemanden, der Schlösser knacken kann, oder? Wenn nicht, haben wir Glück. Should I use another of those canisters? I've got pepper ones too. Pepper, do you make these things yourself? I've got a few original blends of my own. Yes, they were originally just white smoke grenades. For example, there's this one. Mm-hmm. It contains powdered laughing mushrooms. Ever tried it though? You think it works? So ein guter Moment, um das jetzt auszuprobieren, oder? You don't need to find out now. It might get blown back in here. Och, interessiert hätt's mich ja schon. Vielleicht passt das ja durch die Gitterstäbe, aber gut. It won't budge. Someone bring an axe, we're gonna have to smash it open. That damn bitch. Welche von beiden? Bestimmt einer, ne? Den, ihr gilt ja der ganze Zorn. Ew, it looks like we've bought ourselves some time. What were you thinking? What kind of insane maniac just uses a smoke grenade or mustard gas canister or whatever it was? You shouldn't even be making that kind of stuff. I thought you were a high-class lady. Truly? But it helped us get to safety, didn't it? Well, yeah, but still. Where did you even learn to make those things?
My grandfather loved collecting books. He had his own personal library in the mansion. I learned all kinds of useful things from there. I take it you're not much of a book enthusiast yourself, so you probably wouldn't have read any of the things I have. But there's a famous spy novel I remember reading, and it has a scene in it where the protagonist makes their own smoke grenade. She learned it from a book? I take it back. Miss Rich has written all over her naive face. Look, let me make this very clear for your own good. You might have gotten us out of a dangerous situation earlier, but you got lucky. Don't expect that to happen a second time. Don't go getting cocky just because you picked up some mildly useful knowledge from a book that may or may not have even worked. I don't want to see you doing anything like that again. Are we clear? Yes, of course. That's all. Let's get going. Oh Gott, lass uns hier bitte nicht kämpfen. Also mit nur einer Person finde ich das schon ein bisschen anstrengend. Aber mal gucken. Warum verstummt die Musik? Being in sewers like this always brings back unpleasant memories. It feels like my instincts are coming right back though. Why did she suddenly go silent? Did I say something to annoy her? Let's move. When they come back, they'll get that door open in no time. But be careful and stay close to me. There are bound to be monsters here. Right. Okay. Ich hoffe immer noch, dass wir nicht kämpfen müssen. Okay, alles klar. So viel zum Thema Hoffen und so. Ich kann meine Augments nicht anpassen, aber ich bin wenigstens wieder hochgeheilt. Das ist schon mal gut. Na gut, dann gucken wir mal. Ich meine, theoretisch kann ich ja auch an den Gegnern vorbeilaufen, wenn ich welche sehe. Die werden uns ja hoffentlich nicht mehr als ein oder zwei vor die Nase setzen. Also ich bin jetzt gerade wirklich null erpicht darauf, irgendwelche Viecher zu bekämpfen. Drei? Waren hier nicht auch noch welche, die du nur mit magischen Angriffen irgendwie beschädigen konntest? Ich habe hier irgendwie ein ganz blödes Gefühl. Vor allen Dingen kneife ich auch gerade so ein bisschen die Augen zusammen, weil wir die Gegner diesmal ja nicht so gut aus der Ferne sehen. Hier gibt es aber Kisten. Oh. Okay, dann sollte ich vielleicht doch ein bisschen genauer schauen. Warte mal, wir können ja mal... Genau, also wenn die Kämpfe so ablaufen, dann gerne. Wie sie aber auch immer vorprescht, die gute eine. Ich meine, ich lobe mir das ja irgendwie, dass sie... Oh! Sie hat sogar Damage ausgeteilt. Glückwunsch! Der letzte Schlag gehörte dir. Die Zeppets sind jetzt nicht sehr zahlreich. Ich frage mich, ob wir die dann ins Hauptspiel übernehmen. Oh, nee, jetzt übertreibt ja aber. Jetzt übertreibt ja aber. Also so nicht. Nee, du. Lass mal stecken. So, warte mal, wie komme ich denn jetzt zu dieser Kiste? Ich hätte wahrscheinlich von der anderen Ecke aus hierher kommen müssen, ne? Oder warte mal, führt hier nicht auf der anderen Seite irgendwie noch einen Treppenweg runter und dann wieder rauf? Oh, und dann auch noch die Eierviecher. Die immer noch wahrscheinlich selbst explodieren, ne? Also sich selbst in die Luft sprengen, wenn man sie bekämpft. Ich glaube, darauf können wir gut und gerne verzichten. Ich will jetzt nur gucken, dass mich kein Gegner irgendwie hinterrücks erwischt. Ah, den hätte ich jetzt besiegen können, aber ich weiß nicht, ob der One-Hit ist. Deswegen ist mir das so erstmal lieber. Hier kommen wir jetzt auf jeden Fall bei der Kiste raus, genau. Serum Powder. Ich glaube, das hat irgendwas mit Wiederbelebung am Hut, oder? Ja, a mixture that revives and restores 100 CP. Wow. Das ist ja cool. Ich glaube, das konnten wir irgendwie ganz spät im Spiel irgendwann mal kaufen. Oder war das nie käuflich zu erwerben? Ich weiß nicht. Awesome, let's chest bump. Okay, vielleicht ein anderes Mal. Ich habe hier gerade ein bisschen Bammel vor diesem Ort. Da wäre das gerade fast auf ein Desaster hinausgelaufen. Dadurch, dass ich halt auch keine Heilzauber habe. Ist das hier so ein bisschen Drahtseilakt? Nein, warum siehst du uns denn aus so weiter Entfernung? Du hast doch nicht mal Augen. Außerdem, ich kriege immer voll Panik, wenn der auf mich zugestürmt kommt. Kannst du dir bitte ein anderes Opfer suchen? Das wäre herzallerliebst. So, ich werde hier jetzt irgendwie eine super Truhe mit irgendeiner super Waffe für She-Ra, die wir super gut gebrauchen könnten. Aber ich werde es jetzt nicht drauf anlegen, hier die ganze Kanalisation abzusuchen, weil wir sind gerade in so einem Low-Level-Bereich. Ich
Ich hoffe einfach, dass es hier nichts gibt, was uns später mega weiterhelfen könnte, würde. Ich weiß halt auch null mehr, wie das aufgebaut ist, ne? Ich laufe jetzt alle Ecken lang, wo ich meine, noch nicht gewesen zu sein. Und irgendwann finden wir hoffentlich den richtigen Weg. It's not budging? Hast du eine Idee? Stay quiet for a minute, I handle this. Dafür hast du auch eine Lösung? Shirazad removed a rock from the bottom of the device and placed her hand inside. So viele Talente, diese Frau. Wahnsinn. Aber das wird dann wahrscheinlich unser Ausgang sein. Wenn wir da jetzt irgendwie noch hinkommen, dann sind wir, glaube ich, frei. Wow. Hehe, you really are amazing. But not for this. This isn't all that different from breaking into a safe, to be honest. Really, though. You shouldn't be impressed by these kinds of things or getting used to them. Why? There are some things in life you're just better off not knowing. Ja, aber hiermit rettest du uns, unsere Allerwertesten, insofern. And some things you're better off not being able to do. Was soll dieser kryptische Abschluss? The entire town smelled like a rotting open drain and was reviled even for a slum. The people who ended up there were largely those who couldn't be accommodated in a prison, those who had been driven out of the cities, or children who had been abandoned there like yesterday's garbage. I did whatever I had to in order to survive and to live to see another day. Spricht immer noch Shira? Picking pockets at every opportunity was a habit I picked up from a very young age. Anything that caught my eye, I took. Ja, das ist immer noch Shira. But even then I didn't end up with enough to live on. There were always men there who made their living by talking from people like me. Taking, nicht talking. The surest way to make money was stealing from the safes of the rich when they were out of their mansions. The residential area full of wealthy people on the other side of the river, accessible through an underground sewer, was a perfect target for this. Every time I felt hungry, I sneaked inside one of the mansions and made use of the skills I felt like I'd known since the day I was born. The most important thing to remember when doing this was not to take everything in one go. Instead, the key was to take only a small amount each time, enough to get by, but not enough for the mansion's owner to notice anything was gone. With a simple piece of wire, I had access to enough Mira to live for a couple more weeks. Before I knew it, I was doing it every day, building up a stockpile of money instead of simply taking what I needed in the short term. And boy, I paid the price for it. I had it all taken from me by the men of the slums and ended up being kicked and stomped on until I coughed up blood. Everyone did what they did, or they said they did as much anyway, so that they could keep living on. Okay, ich glaube. Always pretending to be desperate as an excuse to live by any means, but always taking the easiest road they could find. The town I lived in was devoid of energy, but full of filthy humans like them and like me. Again and again I thought about giving it up. Again and again I said to myself that I wanted to stop, but I couldn't do it. I hated myself for what I was doing. I hated the fact that I couldn't stop. It was because I didn't want to return to that life that I ended up becoming a bracer. Because if I didn't, I was scared I would end up right back where I was. The troop had saved me from that place and had made me into a respectable human being. But when I lost them, I was afraid. One thought stood out above all the rest. No matter how much I tried to forget, no matter how used I became to my new life, no matter how much I tried to deny it, I was yesterday's garbage from the slums, and nothing I could do would change that. Das ist dein Mindset, liebe Shira, aber ich bin der Meinung, dass das nicht zwingend stimmen muss. And that's it, really. One day I'm sure I end up returning there. That's why I need to be strong, to stay strong. What job I do doesn't even matter. Anything I can pour my heart into,
that will let me live an honest life is fine. Anything that keeps my mind off the past, anything that lets me keep the ugliness in my heart at bay. If it makes me strong without relying on others, then it's fine, it's fine. I need to be strong, stronger than anyone, stronger than anyone. But am I? Am I really doing all right in my new life? Am I really getting stronger? Am I, Lucy? Okay. Ich glaube, jetzt kann ich Shiras Antwort auch ein bisschen besser nachvollziehen. Krass, ich wusste gar nicht, dass ihre Vergangenheit so heftig aussah. Ich glaube, das haben wir in der Intensität auch das erste Mal jetzt erfahren. Miss Shirazad, are you all right? You're looking very gloomy all of a sudden. It's nothing, I'm fine. As soon as I finish this job, Kurt will give me the last recommendation I need. I can finally become a real bracer. Then no one will be able to tell me I'm not strong. I won't let them. I will be strong. Anyway, we're leaving. Krass. Wait a second. Miss Shirazad? As soon as I finish this job? Ja. Okay, na, ich bin ja mal gespannt. Krass, also auch, dass sie in solchen Verhältnissen aufwachsen musste. Ich meine, dass wir das so bisher noch nicht erfahren haben. Aber sei es drum, das hat auf jeden Fall Eindruck hinterlassen, sage ich mal. Hier ist dann jetzt der Ausgang, ne? Oder? Hä? Nee, hier bin ich gerade eben schon mal reingelaufen, oder? Ich check's nicht. Hier ist auf jeden Fall noch eine Kiste. If you wanted that badly, you could have asked. Ja, das hätten wir. Das stimmt. Wir wissen ja immerhin, dass die Truhen hier sehr gesprächig sind. So, hier war ich jetzt aber noch nicht. Ist das der richtige Weg? Sieht gut aus. Oh. Hoffen wir, dass da draußen keiner wartet. Ich hätte ja so dezent Panik an deren Stelle. Guess it's locked. I know it is. Just shut up. You'll break my concentration. Oh, my bad. Shirazad took out a wire and inserted it into the keyhole. Hm. Aber wir hatten doch in den Vorgängerteilen sie häufiger mal im Team und standen trotzdem vor verschlossenen Türen. Da hat sie uns noch nicht aus der Patsche geholfen. Vielleicht wollte sie sich da nicht outen oder so. Keine Ahnung. Phew, we're finally back on the surface. It's evening too. That took longer than I thought it would. We should hurry. Of course. Are you alright though? What? You look kind of pale. Are you feeling tired? Maybe we should rest a little before moving on. I'm fine. I've had enough training to handle this level of physical activity. Thank you very much. Don't underestimate the stamina of a bracer. Guck mal, wie aggro sie gleich reagiert, ne? Weil sie jetzt wahrscheinlich wieder das Gefühl hat, als schwach wahrgenommen zu werden. Aber einer meint es ja nur gut. Sie macht sich Sorgen und sie hat es erkannt. Und, ja, schwierig. I suppose you're right. I'm sorry. Wait, what the hell? She was never more than a few steps behind me at any given moment. How is she still fine? Sie wird wahrscheinlich am Ende kampferprobter sein, als man es ihr jetzt anmerkt. She never seemed out of breath, even when we were being chased by those guys, come to think of it. I feel like there were a few times when she was even ahead of me. Uh-oh. What is up with this girl? Is this, like, nothing to her? You are absolutely sure you don't need to rest? Are you? Ich habe das, glaube ich, gerade falsch gelesen. I do have a few snacks on me. Would you like me to share some? It's okay, I'm definitely fine. Right now we need to focus on getting to the guild, so we can hide out there. Food breaks can wait. We might have run into a lot of trouble on the way, but the request was to show her around the capital. I've done that. Now all I need to do is get back to the guild and this request is done. I win. Oh, das ist aber hart. Ich dachte, ich hatte ja gehofft, dass sie jetzt ein bisschen ins Herz schließen würde. Come on, get a move on. I still feel like it would be a good idea to rest at least a little, though. Are you certain you're all right? How many times do I need to repeat myself before you get the message? To hell with it all. Oh oh. Niall, ich schwöre euch, ich wusste, dass er das ist, weil ich gesehen habe, aus welchem Gebäude das kommt. Hide.
I was up all night working the damn story all night. Whoa. Who the hell does Notisha think she is? The better the scoop, the hotter it needs to be caught. Does she think I don't know that? Uh-oh. Lass das arme Fass in Ruhe, das kann nichts dafür. What do you think he's talking about? I've got no more idea than you do. Maybe he's using some kind of code like those men from earlier? He couldn't be one of them, could he? Do you think he could be? Damn it all! I can't be sure. Just look at his eyes, though. He doesn't look like a man who makes an honest living to me. I see what you mean. We've come this far. There's no way I'm letting us get caught now. We need to proceed carefully and deliberately. Let's see if we can find another route. Ja, gibt's ja. Genau, da wo sie nämlich hinguckt, da können wir auch noch lang laufen. Ah, if I remember correctly, that house over there is empty. This way, follow me. Das war das Haus, was wir in den Vorgängern nie betreten konnten, ne? Was immer irgendwie abgesperrt war. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann gegen Ende da mal reingekommen sind. Kriege ich nicht mehr zusammen. Aber ich weiß, dass es eine Zeit lang mal versperrt war. For idea's sake, if I... Ne, das geht mir zu schnell. Geht ja auch gerade automatisch. Ja, das müsst ihr jetzt selber lesen, Leute. Könnte ich mir die Zeit für die Texte nehmen, würde ich's tun. Well, I guess I'm gonna have to call on Raymond again. Wait, he works at the villa now, doesn't he? Just my luck, that's ages away. I swear, this job is bad for my blood pressure. I need some. Den Rest konnte ich nicht mehr lesen. Vielleicht will ich es auch gar nicht so genau wissen. Oh oh. Gebt jetzt bloß keinen Mucks von euch, wenn hier jemand niest. Oder fängt an zu kichern. Oder stößt auf oder so. Wäre nicht so gut. Ah, okay. Scheinbar sind die aber safe. Nee, ich nehme alles wieder zurück. Uh-oh. Geht weg. Hier gibt's nichts. Die patrouillieren jetzt hier rum, weil sie denken, dass wir von dem Sewers-Ausgang dann irgendwie rauskommen, ne? Come on, why are there still so many of them going around? How can we get to the guild like this? I think we're going to have to spend the rest of the night here, unfortunately. It won't need to come to that. I think if I can find a good opening, we can force our way through. It's just a case of finding one. I don't think that's a good idea. We need to be careful and rest while we can. As logical as that sounds, I'm not buying it's a real reason. Get a grip, Shira. I can't let my emotions get the better of me. Sie will wahrscheinlich reden, oder? There's no guarantee we're even safe here, you know. I still think the safest option in the long run is to get to the guild, no matter what we have to do to get there. Ich glaube, einer hört hier gar nicht mehr zu. Weg ist er. Aber hier gibt's nicht mal ein Bett oder sowas, oder? Hey, where do you think you're going? Oder gab's hier noch einen angrenzenden Raum? Nee, tote Hose hier. Aber ist ja auch ein Luxusproblem, ne? Die können sich ja auch so hinlegen. I think the second floor is a better place to rest than the first. We find it easier to escape from here than we would from below. This should be a good spot. Wait one damn minute. This is your safety we're talking about here. You could stand to listen to me. Those men will be patrolling carefully for the rest of the night. They aren't going to give you the opening you want, or at least I don't believe they will. We've made it this far, so I think it would be best for us to rest tonight and resume trying tomorrow, don't you? Trying to do what? Pardon? You're still hiding something, aren't you? For one thing, you're awfully familiar with this city for someone who claims it's her first time here. You also seem to know a lot about those men and what they will and won't do, too. What exactly are you really after? Gute Frage. Das kann sie uns nicht entwischen. It's plain as day at this point that you want more than just not to be caught by them. If that wasn't the case, you wouldn't have asked to be shown around the capital. Not that I think that's what you want either. Das ist nämlich genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Warum zur Hölle will sie sich rumführen lassen, wenn sie jetzt gerade so tut, als würde sie nur flüchten wollen? Irgendwie passt das nicht zusammen. What's your real goal?
Sprechen Sie sich aus, junge Dame. Well, no answer. The work we do is based around trust. We can't accept requests from people who won't tell us what they're up to or who knows what kinds of crimes we could be abetting. Go on, the whole thing about that inheritance was all a big fat lie, wasn't it? Something about you'd been setting off alarms since we started running around together. Strike that, since you first came to the guild. Why did you lie to me? The story about the inheritance is true, I swear it. I want to go to Granser Castle. I really am the one to whom my grandfather gave his fortune, but I haven't finished the necessary procedures to truly inherit it yet. Until I complete the required paperwork in Granser Castle's administrative room, I'm not legally allowed anything. And that's why there are so many of those men in black around that area. All of my relatives know exactly what I need to do, you see, so they're trying to make sure I can do it. Still, if I don't keep trying to move forward, I'll... What a mess. Well, okay, for argument's sake, let's assume that I believe all of what you just said. Why am I only hearing about it now? That is... You thought I'd want it on that... money. You thought I'd want in on that money, didn't you? If I did and I knew everything, I'd have all the opportunities a greedy girl could dream of to take it when together with you. That's what you thought I'd do, isn't it? I'd play along and then steal it all for myself the second the chance presented itself. Do I look like that much of a scumbag to you? No, you don't. That's not it at all. After I lost Grandfather, I lived all on my own. But the second his will became public, I had crowds of people descending upon me. People who, like you said, were interested only in claiming his fortune for themselves. Das glaube ich dir. They all started to live in mine and my grandfather's house, and before I knew it, my once peaceful life was shattered. One day, someone would push me down the stairs, another I'd taste something funny in my food. These kinds of things began happening on a regular basis. Legally, they were my relatives while I was a minor, so there was very little I could do. I tried reasoning with them at first, but in the end I had no choice but to leave home myself. I wandered the highways alone, going from place to place and trying not to be discovered. But I knew that while I could hopefully avoid being caught that way, I'd eventually just be declared as missing and presumed dead. Besides, after I'd left once, even if I did go back home, I knew I'd promptly be locked up somewhere and reported as still missing regardless. Grandfather's will would be declared as invalid in time, and my relatives would blissfully share their newly bequeathed wealth between them. I hated the thought of that happening. That was why I decided to return here to the capital. Even if it's the last thing I do, I will formally inherit what he wanted me to. Nicht zu beneiden, wenn das denn so stimmt, aber ich zweifle das nicht an. That was why I decided to try and get an escort from someone I could trust. So it's not that I don't think I can trust you, not at all. I will admit that wanting to explore the capital was a lie. I'm sorry for deceiving you. You're a great A, Morin. I'm sorry. You could have said all of this from the beginning and saved us a lot headache. If I'd known what you were trying to do, I would have been able to formally escort you where you want to go to, and the guild would have been the safest place for you to hide out too. We wouldn't have ended up in this dump instead. I suppose you're right. I was just scared. I'll never be able to forget what I saw that day, what I saw in the eyes of everyone who gathered to hear that will read. The horror I felt when I saw it. Madness, insanity, cold, murderous light. Emotions that no one can explain, that no one can put into words. It wasn't visible for long before they managed to push it back below the surface and out of sight.
but it was still there, because now I believe that's something that all of us possess naturally. Human beings are capable of limitless cruelty, every one of us. And that realization's left me terrified of us all. It's not that I don't trust braces, it's just that I've been so scared. I'm so sorry. I know I shouldn't have wasted your time with any of this. I should have never gotten you caught up in all of this when you were busy enough already. Just forget that I... Listen. Huh? It's my policy to give 100% to all work I undertake. Don't underestimate me. Huh? Was? Warum kann sie ihr gerade nicht in die Augen gucken? Er sagt bloß, sie weint. I'm the one who should be apologizing to you. I've wanted to be strong and to live with my head held high. I still believe I was right to feel that way, and yes, I've lived my hardest until now. But you've made me notice that there's something wrong with my attitude. I'm not going about it the right way. And it's made me realize anew that I want to be able to keep living with pride in my every step. So no more saying sorry, okay? I want to see this job through to the very end. Ich glaube, das wird am Ende beiden sehr viel bringen, dass sie einander kennengelernt haben. Jetzt würde ich mir gerne die Szenen anschauen, die wir aus dem Second Chapter mit den beiden erlebt haben, weil die habe ich echt nur noch so ganz vage im Hinterkopf. Ich weiß nur, dass sie sehr unterhaltsam gewesen sind. So, where was it in Grancer Castle that we need to go again? The administrative room. The deadline for submitting the paperwork is noon. Noon? Noon today? That barely leaves us any time at all. Why are you only telling me this now? It has to be filed within a month of the deceased passing away. That's the law here in Libel, apparently. Oh, right. I never was much good at this legal stuff. I bet Kurt knows it all by heart, though. He did seem like the type who might. Let's get going. We don't have any time to waste. As long as we do as we discussed earlier, we should be able to handle this. We're getting inside the castle and they're not going to stop us. Miss Shirazade, I really am glad that you were the one who undertook my request. The more time I spent with you, the more I realize you're really someone dependable who relies on their own strength to live. You're blowing my merits out of proportion, I think. Also, can we stop with the Miss Shirazade now? The way you say it, it just makes my name sound ridiculously long. Does it? It does. It feels like our conversations take twice as long as they should because of it. Jetzt übertreib mal nicht. Well, if you insist, and now you know all there is to know about what I want to do. So I would like to formally request again that you escort me to Grancer Castle. You got it. You'll get there. I promise you that. Thank you. Okay. Sind wir jetzt safe? Sind wir jetzt safe? Ich weiß es nicht, aber ich werde jetzt hier auf jeden Fall erstmal den Part beenden. Habe auch schon überlegt, ob ich das hier in der Mitte wieder cutten soll, aber jetzt können wir uns frei bewegen. Deswegen werden wir diese bisher, wie ich finde, sehr spannend verlaufende Side-Story beim nächsten Mal weiter voranbringen. Für heute bedanke ich mich aber erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!